So, kohlemäßig, alter Finne. So, jetzt haben wir 11 Diamanten. Da können wir, denke ich mal, so um die 30 kriegen wir da raus. Sticks oder so? Nö. Warte mal, die Zombie-Hände lassen wir da. Dann schmeißen wir hier noch Eisen mit rein. Und eine Packung Sticks. Ich habe gar kein zweites Schwert dabei. Das ist natürlich ärgerlich. Dann schnappe ich mir mal kurz an die Werkbank. Und der Eisen 2. Und mach mir ein neues. So. Soll ich mir gleich noch zwei neue Spitzhacken machen? Könnte man eigentlich. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dann machen wir uns noch zwei spitze Hacken. Wo ist er denn da? So, der hier wieder rein, dann von mir aus der Stack, okay, dann nicht. Und dann trinke ich jetzt erstmal ein Schlückchen. Prost, zum Wohl. Viel trinken, viel wichtig, denkt an euren Elektrolythaushalt, meine Freunde. So, wir haben alles drin, dann kommst du wieder weg und unsere Reise geht weiter. Da lang. Dort. Oh. Ist natürlich auch immer ärgerlich, wenn die Creeper explodieren und dir dann... Aua. Dadurch quasi einmal... Was hast du denn da eingesammelt? Eine Schaufel? Gib die her. Und dir dann deinen Nachhauseweg demontieren. Das war das Schwert. Gut, dass wir uns gerade ein neues gebaut haben. Vorausschauend, würde ich sagen. So, in welche Richtung musste ich jetzt? Da war nur Eisen. Da! So, dann flitzen wir jetzt erstmal diesen Gang hier nach hinten. Für Diamanten wird gebremst, ansonsten gucken wir uns erstmal um. Alter Vater, das ist doch schon wieder... viel zu groß, um wahr zu sein, sozusagen. Ohne Scheiß, ich glaube, ich könnte Äonen in diesen Höhlen verbringen. Und werde dennoch nicht durch. Ja, und Nachjuck. Weiter jetzt. Hey! Nicht bei so einer tollen Musik. Ach nö. Jetzt sind mir auch nur die Fackeln ausgegangen. Achso, für den einen oder anderen, der sich fragen mag, was das ist, das nennt sich Happy Boy Theme. Und das gibt's in drei verschiedenen Versionen. Das ist jetzt hier halt die langsame Version. Nam 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 nam. Gibt dir da nochmal so eine übelst Hardcore Happy Megamix Version? Ist halt so eine gute Laune, so eine Happy Boy Musik halt, ne? So. Was sich wohl dahinter verbirgt? Okay. Das ist jetzt das Original. Das ist ja lustig. Tja, habe ich mal wieder den richtigen Riecher gehabt hier. Na super. Das ist ja merkwürdig mit der Musik hier. Irgendetwas Seltsames geht da vor sich. So, hier ist Ende. Ach, guck mal, wer da kommt. Hua! Immer noch keine Kiste. Aber ein Skelettomane. Hi. Das ist Wahnsinn, ne? Wahnsinn.
So, die Kohle, die nehmen wir uns normal mit. So, Spitzhacke ist wieder im Eimer. Ach ja, irgendwie heute will irgendwie nicht so wirklich was aus meinem Mund fallen, ne? Es ist seltsam. Kennt man normalerweise gar nicht so. Irgendetwas scheint anders zu sein. Irgendetwas ist anders. Irgendetwas meint anders gewesen zu sein sollen. Lass mich. So. Ich dachte schon, da wäre schon der Bedrock. So, und wieder. Ich glaube, die Behutsame müssten wir heute vielleicht mal reparieren, je nachdem, wie hart wir sie jetzt noch benutzen. Ich habe ja neulich beim Zerung gesehen, der hatte ja jetzt gebrannt. Der hatte jetzt neulich so eine Art, soll man es Highlight nennen? Ich glaube, das kann man schon Highlight nennen. Wo er quasi den Herrn Gregor Onk mit seinen Folgen überholt hat. Und naja, also ich hatte mir ja damals auch so gedacht, was machst du denn dann? Aber für mich persönlich, glaube ich, ist das gar nicht so relevant, weil es ist ja bei mir so, ich spiele einfach, solange es mir Spaß macht und solange ich sehe, es macht euch Spaß und so weiter und so fort, da kann man dann schon, da kann man das dann alles schön gemütlich langziehen, ja, aber wenn du dich jetzt aufraffen musst, dann ist das alles nix. So, hier geht's weiter. Ich meine, ich hatte auch den einen oder anderen Moment, hatte ich bestimmt mal, wo ich mich echt aufraffen musste, mich hinzusetzen und aufzunehmen, weil ich einfach nur keine Lust zu dem Moment hatte. Aber wenn ich mir dann so überlegt habe, so in der Aufnahme dann, da war dann die Laune urplötzlich wieder da und da hat es dann auch wieder Spaß gemacht, pipapo. Und ja, dann lief das wieder. Aber man muss halt erstmal diesen kleinen inneren Schweinehund überwinden. Aber wenn der am Boden liegt, dann aber richtig in die Fresse. Wenn der liegt, dann liegt er. Jetzt bin ich hier oben. So, geht's denn dahinter weiter oder was wolltet ihr da in der Ecke? Nö. Ach ja. So, ich bin mal gespannt, 7 Days to Die, was daraus noch wird. Denn ich hatte den Server ja insgesamt für, ich glaube, 1,5 Jahre hatte ich den gemietet. Und die Zeit, die läuft jetzt dann langsam aus. Da bin ich mal gespannt, was dann, was daraus wird, sag ich mal. So, komm. Machen wir ein bisschen Licht hier drin. Werter Herr Lord Regent. Okay, hat nichts gebracht. Aha. Nicht mal mit Licht schaut's da hinten gut aus. Oh. Ach, das ist da unten, okay. So, Freunde, ich würde sagen, wir machen uns jetzt dann langsam. Oh, da ist er unerkundet. So viel zum Thema, wir machen uns mal langsam auf den Weg zurück. So, schauen wir mal da lang. Jetzt kommt mein Fackelsystem natürlich zum Einsatz und ich bin mal gespannt, wie schnell es fruchtet. Huch, blödes Netz, lass mich los. So, das eine oder andere mögen wir unterwegs bestimmt noch entdecken, was noch nicht erkundet ist, aber das macht ja nichts. Da gehen wir dann einfach mal ganz spontan nochmal lang. Oh nein, ist es schon soweit? Laufe ich jetzt schon im Kreis? Nee. Hatte mich getäuscht. So, auf und nieder, immer wieder. Wo komme ich denn raus? Schau, da ist eine Kiste, jawohl. Jawohl, und es gibt Eisen, ein bisschen Gold, ein bisschen Kohle und ein Brot. So, das Brot, das werden wir gleich mal vernichten. Ah, nam, 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 nam.
Dann heißt das ja so viel wie... Hier war ich noch gar nicht? Naja, doch so halb. So, es geht hier jetzt dann natürlich wieder durch die krassesten Gegenden, denke ich mal. Bis ich irgendwann oben irgendwo rauskomme. So, wir haben uns schon mal von der Mine entfernt. Oh, Lapis. Das nehme ich natürlich noch mit. Noch mehr? Nee. Ich bleib mal eben die Fackel in der Hand, einfach aus ausleuchtungstechnischen Gründen, sag ich mal. Oh, Eisen. Huch. Gibt's hier vielleicht noch... Holla, da gibt's bestimmt noch Diamanten. Aha. Autsch. Aber da wollen wir uns ja quasi gerade im Moment noch nicht kümmern. Wieso habe ich ihn hier Redstone liegen lassen? Wieso bin ich ihn hier nicht weiter, sag mal? Was hat mich denn da geritten oder abgelenkt? Das ist ja interessant. Da muss ich jetzt natürlich nochmal nachgucken, Freunde. Das hilft alles nichts. Hier ist die Möglichkeit für Diamanten, glaube ich, mit am höchsten. Ich meine, klar, rein rechnerisch ist es dem Diamanten kackegal, wo er entsteht. Es ist wie beim Roulette. Wo die Leute dann meinen, wenn die Kugel eine hohe Zahl getroffen hat, zwei, dreimal hintereinander kommt eine niedrige Zahl. Es ist total egal. Weil die Kugel hat kein Gewissen, die Kugel hat keinen Verstand, genauso wenig wie der Roulette-Teller oder sonst was. Wenn die unendlich oft auf dieselbe Zahl fällt, dann fällt die unendlich oft auf dieselbe Zahl. Die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass es denn wirklich so kommen wird. Aber der Kugel im Prinzip ist es egal. Weil wie gesagt, aus der Wahrscheinlichkeitstheorie besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Kugel fünfmal hintereinander dieselbe Zahl trifft. Und danach nur eine daneben landet. Natürlich sagt die Wahrscheinlichkeitstheorie auch, dass wenn du Geld setzt, dass du gewinnen kannst. Wahrscheinlichkeitstheorie besagt aber auch, dass wenn du Geld setzt, dass du es verloren hast. Das ist wie mit Schrödingers Katze. Die ist halt lebendig und tot gleichzeitig in dem Moment. Ich muss mich mal eben kurz ein bisschen anders hinsetzen und nochmal so ein Schlückchen trinken hier. Alter, das Gewitter hört man bis hier runter. Das muss ja krass sein da oben. Weil dass ich nicht besonders weit oben bin, das zeigt die Lava, Freunde. Ich bin hier nicht direkt unter der Oberfläche. Aber es klingt krass. Der Sound ist geil. So, hinfort, 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 hinfort. Du und du. Und du und du. Alter, wie haust denn das da oben ab? Ich weiß nicht, ob man das momentan auf YouTube hört, aber hier auf den Kopfhörern, das scheppert und kracht und donnert und macht. Das ist eine wahre Pracht. Und das reimt sich, und was sich reimt, ist gut, das hat der Pumuckl schon gesagt. Alter Vater, wo das hier überall hingeht, ne? Das darfst du keinem Menschen, darfst du das jemals nicht erzählen. Aber keine Diamanten, ne? Lustigerweise. Das Objekt der Begierde lässt nur auf sich warten. Wo ist denn jetzt mein Wasser? Das da. So, mogeln wir uns noch ein wenig da durch. Ich mach mal kurz die Musik aus. Das ist krass, ne? Wie sich das anhört.